Ja, los geht's. Wenn ich Systeme für mehr machen will, muss ich erstmal darauf achten, dass ich wirklich ein System analysiere. Das klingt banal, aber das ist wichtig. Es werden häufig Systeme für mehr versucht für Objekte, die gar kein System darstellen. Also, dringende Empfehlung an euch alle: Befolgt die Regel, was ist ein System? Das haben wir heute in einem Zwischensatz gehört. Für ein System muss vorliegen, dass ein Austausch stattfindet. Das kann ein Systemelement sein, das kann ein zweites sein. Was wird ausgetauscht? Energie, Information oder Stoff oder alles? Nehmen wir mein Auto. Das ist mein Auto, das ist ein System. Mein iPad, mein iPhone ist auch ein System. Wenn ich mein Auto betrete, connecten die sich und bilden ein gemeinsames System. Die tauschen zwei Dinge aus. Die tauschen Daten aus und die tauschen Energien aus. Mein Auto und mein iPhone bildet ein System. Das ist die erste Bedingung. Darin liegen Funktionen. Die Funktionen kann ich in einem übergeordneten System beschreiben. Ich könnte sagen, das ist ein mobile Disco. Das wäre dann in unserem VDA-Denke die Ebene 1. Ich muss dann die Funktionen beschreiben, die dieses System hat. Das sind Funktionsnetze oder P-Diagramme. Ich muss die Betriebszustände beschreiben. Beispielsweise der Betriebszustand, ich connecte mein iPhone mit dem Kabel, da wird Energie ausgetauscht oder über die Luftstrecke Daten. Wenn es eine FMEA werden will, brauche ich eine dritte Ebene. Die dritte Ebene sind Konzepte. Die dritte Ebene sind Ursachen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn wir System-FMEAs machen. Dort sind die Ursachen nicht, dass ich Produktmerkmale falsch auslege, sondern dass ich Konzeptlösungen falsch kombiniere. Ich kann ein super tolles iPhone kombinieren mit einem super tollen Auto und ich bin völlig unzufrieden mit der Leistung. Beispiel: Mein Fahrzeug wird häufig die Lautstärke auf Null gedreht, weil ich kein Radio hören will. Jetzt kommt ein Telefon nah dran. Das Gerät geht auf Laut. Freisprechanlage. Und jetzt gibt es einen Konzeptfehler. Automatisch unterstellt das System, dass ich nach dem Telefonieren laut Radio hören will, weil er die Lautstärke hochgedreht worden war. Das ist ein Konzeptfehler in der Abstimmung zwischen Apple und Audi. Oder niemand hat sich zuständig gefühlt, das abzustimmen. Das heißt, in einer System-FMEA liegen die Ursachen von Problemen in Konzeptfehlern, in falschen Abstimmungen von Systemelementen, die möglicherweise top sind. Das hat den schönen Beigeschmack, die System-FMEA ist eine relativ übersichtliche FMEA. Das gibt nicht unendlich viele Bauteile. Wir müssen uns nicht mit ganz vielen Produktmerkmalen auseinandersetzen. Das ist der ganz große Unterschied. Die anderen Regeln kann ich bei anderen FMEAs erklären. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, dass ich die Funktion richtig beschreibe. Aber das ist eine Herausforderung, die hat jede FMEA. Die Maßnahmen bei der System-FMEA arbeiten natürlich gegen diese Konzeptfehler. Das heißt, ich muss Vermeidungsstrategien gegen Konzeptfehler, gegen Konzeptursachen definieren. Ich muss validieren und verifizieren. Und wenn in einer Kette etwas nicht organisiert ist, möglicherweise fühlt sich niemand zuständig dafür, wie das System iPhone mit dem System Auto ein neues System bildet. Wenn das niemand organisiert, ist es schlecht. Zweites Beispiel: Mein Kugelschreiber. Mein Kugelschreiber ist kein System, weil der alleine gar nichts kann. Der liegt nur auf dem Tisch rum. Er erfüllt nicht die Anforderungen an ein System. Es findet kein Austausch statt. Zusammen mit Papier und meiner Hand bildet sich ein System. Das könnten wir Dokumentationssystem nennen. Jetzt wird Stoff ausgetauscht. Es findet ein Stoffaustausch statt zwischen dem Kugelschreiber und dem Papier. Ich habe eine neue Ebene geschaffen, das ist das Dokumentationssystem. Und auch hier kann ich das erklären. Wenn ich nun den Kugelschreiber, die Tinte, den Kugeldurchmesser, die Art, wie ich schreibe, nicht abstimme mit dem Träger der Information, mit dem Papier, ist das Papyrus, ist das Papier, ist das Kunststoff, dann könnte es Fehlfunktionen geben. Also ist die Herausforderung, die Risikobewertung und Nachweisführung, dass die Konzepte, die zu einem Zusammenwirken führen, valide sind, dass sie funktionieren. Nochmal, die Ursachen sind Konzeptfehler.
die Ursachen liegen nicht, und das ist der große Unterschied zur Design-FMEA, nicht in der falschen Auslegung von Merkmalen.